es wird dann ja immer vorgegaukelt, wenn ich positiv denke, kann ich alles schaffen. Das kann man sehr, sehr kritisch sehen. Auch diese positiven Affirmationen. Ja? Mhm. So, ich bin ein, was ist eine positive Affirmation? Ich bin ein energetischer, flexibler, spontaner, kraftvoller, ja, Mensch. Charismatischer Mensch. Was Mensch. Was dadurch passiert, ist, dass man eigentlich das Augenmerk darauf legt, wo man irgendwelche Shortcomings hat. Ja? Also mhm. eigentlich in dem Moment, wo ich mir eine positive Affirmation entgegenschmeiß, überlege mir, Moment, da, ich bin aber so noch nicht. Ich sollte so sein. Mit das heißt, mir man lügt was sich nicht. An. Nein, man möchte das vielleicht, ja. Ja, aber man ist ja nicht dumm. Man weiß ja, Moment, also das eigentlich löst es einen Vergleichsprozess aus. Ja, vom aktuellen Zustand, wie man sich fühlt und wo man gern wäre. Und das ist eigentlich ein recht ein negatives Gefühl. Mhm. Ja, weil ich das Gefühl habe, das bin ich nicht. Ich sollte das sein, das bin ich nicht. Das heißt, ich wäre diesem Ideal nicht gerecht. Genau. Ja. Und das ist eigentlich was einen sogar negativ triggert. Also insofern positiv denken ist halt schwierig. Vor allem bringt es mir nichts zu sagen, ich werde das schaffen, ich kann alles schaffen, wenn ich mir keine Strategie überlege. Und also ich kann mir schon dieses positive Bild von mir ist ja, glaube ich, auch ein gutes. Also dieses positive Bild, so was für ein Mensch möchte ich sein, was fehlt mir aktuell dazu, wo handle ich anders, ja, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor und wo handle ich im Moment anders und das aber eben zu nutzen. Ja, also gerade dieses mir zu überlegen, warum stopfe ich plötzlich irgendwie Essen in mir rein? Zu welcher Tageszeit passiert das? Was steckt da dahinter? Ja? Warum gehe ich nicht mehr ins Fitnesscenter? Wie könnte ich es mir leichter machen? Und sie aber nicht fertig zu machen, weil man irgendwie ein Idealbild jetzt hinterher jagt, ja? Und sich da jetzt schlecht fühlt, weil man da noch nicht ist. Ja? Und da hilft diese negative Visualisierung sehr. Also das ist ja auch ein stoischer Ansatz eigentlich, zu akzeptieren, dass man natürlich nicht noch, man ist halt noch nicht dort, man entwickelt sich ja weiter. Ich meine, wir haben ja für die Folge recherchiert und lustigerweise haben sowohl der 3DMJ-Podcast, Stronger by Science und der Huberman-Podcast alle drei zum Thema, Achieving Goals, Setting Goals, Episoden veröffentlicht. Tatsächlich war beim Huberman-Podcast genau dieses Thema mit, dieses Idealbild, das hilft dir zu starten. Ja? Genau. Du willst ein Idealbild erreichen, keine Ahnung, Muskulatur, du willst sportlich, fit, attraktiv sein. Ja? Aber was auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, ist, dass eben das Wert off sozusagen, also irgendwann alleine das reicht nicht mehr, das Idealbild. Und dann ist es extrem wichtig, dass man sich eben vorsagt und überlegt, was könnte einen abhalten davon, dass man das Idealbild erreicht. Und das wiederum, wenn das in Studien verglichen wird, die Versuchsgruppen, die negativ gedacht haben oder sich positiv Strategien überlegt haben, damit der negative Fall weniger wahrscheinlich eintritt, die haben auch eher weiter an ihrem Ziel gearbeitet. Ja, weil wenn ich mir jetzt nur vorstelle, wie super ich in der Zukunft bin, ich weiß nicht, mir bringt das nicht einmal aktuell in eine positive Stimmung. Ja, das führt zu deinem vollgestopften Tag. Es führt zu dem Zukunfts-Julia-Ich, das sagt, naja, das mache ich alles morgen, es geht so easy aus. Ja? Stimmt. Und gleichzeitig habe ich eben ein Bild dann von mir im Kopf von einer Person, die alles managen kann, was absurd ist, ja, statt dass man sich eben überlegt, ja, geht, kann ja nicht alles gehen. Ja. Ja. Und mache mir eigentlich im gegenwärtigen Moment schon nieder, weil heute ist es mir ja nicht gelungen, alles zu managen. Und das führt eigentlich zu einer negativeren Stimmung, als wenn ich mir überlege, ich bin nur ein Mensch, ich stehe vor Herausforderungen, so wie alle, und jetzt überlegen wir uns einmal, wo kommen die, ja, und wo kann ich vielleicht was besser machen und mit dieser Herausforderung anders umgehen.
ich glaube, ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel dazu sagen, aber das führt eh zu weit. Ja, was auch ganz wichtig ist, zu sagen, also man wird ja auch auf dem Weg Fehler machen. Es geht ja gar nicht anders. Also man wird nicht ganz alle Maßnahmen ganz perfekt umsetzen, sondern man wird irgendwo Hürden haben, man wird Probleme haben, man wird ja eben nicht perfekt sein können. Ja, davon muss man schon mal ausgehen. Davon muss man ausgehen, ja. Und wenn man davon ausgeht, dann kann man halt diese Probleme, die da auftreten, das Scheitern sozusagen, auch gar nicht als Scheitern sehen, also auch nur annehmen, okay, da ist etwas passiert, mit dem habe ich nicht gerechnet, das ist, hat sich anders entwickelt, ich habe anders gehandelt, als ich gerne gehandelt hätte, und das gar nicht unbedingt negativ bewerten, ja, sondern einfach mal annehmen und zu schauen, okay, Moment, warum, obwohl ich mir dreimal die Woche Fitnesscenter vorgenommen habe, warum wurden es nur einmal? Ja? Was ist an diesen Tagen passiert, wo ich nicht gegangen bin? Werde drauf kommen, okay, erstens einmal habe ich in die Woche hineingelebt. Ja? Ich habe mir nicht feste Trainingstage gesetzt und habe mir gedacht, naja, dreimal geht sich locker aus, sind ja 7 Tage. Ja? Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sich überlegt, was sind meine Trainingstage und die auch wirklich fix einträgt, ja, und diese fix einhält. Kann trotzdem passieren, dass sich etwas verschiebt. Keine Ahnung, der Arbeitstag dauert länger als gedacht und das fest geplante Mittwochstraining fällt aus. Auch so ein Klassiker. Ja. Wie kann man dem entgegenwirken? Das ist die Frage, wie viel Macht man in der Arbeit hat sozusagen, wie viel man seine eigene Zeit einteilen kann und darf. Aber man kann natürlich versuchen, seinen eigenen Kalender so zu blocken, dass da keine Termine reinkommen können. Ne? Wäre auch eine Maßnahme. Das heißt, ich nehme dieses ausgefallene Mittwochstraining nicht als mein Scheitern wahr, sondern als, okay, das ist halt so, ne? Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist so. Und was hätte ich tun können, damit es nicht passiert wäre? Und was mache ich nächsten Mittwoch besser? Das heißt, so der eigene Wissenschaftler quasi sein, der Versuchskaninchen und Wissenschaftler gleichzeitig zu sein, um zu schauen, okay, ich mache da jetzt mehrere Versuche und schaue, was der Outcome ist und schaue, wie ich ja, diese Versuche, die den Outcome beeinflussen kann. Ja, da ist auch die Reflexion, die man jetzt, natürlich, ich gehe jetzt wieder zurück aufs Coaching, aber die Reflexion, die man im Coaching macht, auch eventuell wertvoll, weil man oft ja dadurch, dass man sie wirklich bewusst dazu setzt und die Woche reflektiert, eben genau reflektiert, wo ist man gescheitert, und ich habe erlebt es oft, dass die Leute ja schon selber dann mit dem Lösungsansatz kommen, wenn es wichtig genug ist, und wenn sie jetzt nicht unbedingt noch auf der Suche nach einem Drill Sergeant sind, ja, ist es natürlich etwas, wo ich merke, okay, das tut wirklich schon gut, und ich merke es ja bei meinen eigenen Check-ins, ja, wenn ich Dinge reflektiere, also wenn ich die Woche verschriftliche, dann überlege ich ja selber, Moment, was habe ich getan, warum, war das jetzt sinnvoll oder nicht, ja, passt es zu dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Das ist natürlich auch ein bisschen ein schmerzhafter Prozess, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, dass da, dass dann die Einstellung, was man überhaupt Fehlern gegenüber, ja, und dieser Perfektionismus, den man dann natürlich am Tag legt, da kommt er halt oft drauf, ja. Also es ist aber es ist ein sehr, sehr interessanter Prozess. Also wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und auch ein bisschen ein Tipp für Leute, die in einem Coaching sind und vom Check-in mehr rausholen wollen, ne? Also wir haben ja bei uns Video-Check-ins, das heißt, die Leute reden bei uns in die Kamera. Nicht nur, also es ist gemischt. Ich habe manche gemischt, Leute, ja, die schriftlich, lieben schriftlich einchecken. Stimmt, wir bieten beides an. Aber was ich selber merke, und ich checke auch per Video bei meinem Coach ein, was ich selber merke, ist, wenn ich mich hinsetze vor dem Video-Check-in und stichwortartig zumindest versuche zusammenzuschreiben, was die Themen sein sollen, und dann darüber nachdenke, dann schreibe ich manchmal ein Thema hin, denke darüber nach und lösche es dann auch gleich wieder, weil ich draufkomme, Moment, das brauche ich mit meinem Coach gar nicht besprechen, ist eh klar, ich habe hier so gehandelt, deswegen ist das passiert, mach's anders, weil ja, du weißt, wie du das machen kannst. Ja. Du musst einfach selber sozusagen den Ansatz finden, und du weißt ganz genau, was die Antwort von deinem Coach sein wird, das brauchst du ihn nicht fragen. Extrem wertvolle Geschichte, abgesehen davon, dass du viel strukturierter in dem Check-in unterwegs bist und dementsprechend mehr rauskriegst. Ja. Das stimmt. Ich habe das sehr oft, also ich checke beim Valentin schriftlich ein. Und ich bin wirklich der Typ, der dann den Absatz dreimal umschreibt. Nicht, weil es mir darum geht, wie das jetzt wirkt, ja, sondern weil ich mir manchmal denke, okay, eigentlich, ja, das kann ich jetzt eh erzählen, ja, dass ich Bauchweh gehabt bin.
Das habe ich in Valentin noch nicht. Nein, egal. Die könnte ich natürlich hineinschreiben. Aber in dem Moment denke ich mir, okay, ist es eigentlich relevant? Das ist vorbei. Ja? Ja. Und manche Dinge sind, und es kommt eigentlich durch diese Verschriftlichung erst raus, was ist wirklich relevant. Mhm. Und manchmal denke ich mir, ja, muss halt jetzt einfach nur weiterlaufen. Passt schon, ich trainiere jetzt weiter. Ja. Ernährung, es gibt eigentlich kein Thema. Ich brauche mir jetzt auch kein Problem suchen. Weil das ist schon auch, natürlich hat man so oft das Gefühl, vielleicht man muss unbedingt irgendwas bringen. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass das am Anfang beim Coaching, dass ich da sehr unsicher war, in meinem ersten Coaching, was ist überhaupt relevant? Ja. Und mir gedacht habe, jede Schwankung ist... Jede Schwankung in der Herzfrequenz. Oder was auch immer. Ja. Oder, ja, oder ich erkläre, warum vielleicht das Gewicht und keine Ahnung. Ja. Ist aber auch, für mich ist es trotzdem wertvoll, weil man dadurch merkt, wie Leute ticken. Ja. Weil das ist ja ganz wichtig, wenn man dann eben so diesen... Das gehört zum Coaching dazu, ne? Die Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und wenn Leute, also für mich ist es ein Zeichen, wenn extrem viele Daten gesammelt werden, egal ob das jetzt wirklich harte Zahlen sind oder mehr so Empfindungen, die trotzdem aber auch verschriftlich werden oder im Check-in erzählt werden. Aber wenn viele Daten kommen und ich auch merke, okay, die haben keine Relevanz für unser Vorhaben, aber sie kommen trotzdem, dann heißt es ja in Wirklichkeit, die Person weiß einerseits nicht, was alles wirklich zur Erfolgserreichung beiträgt, das ist mal Punkt 1, und fokussiert sich dann dementsprechend auch auf Sachen, die Energiekosten aber nichts bringen. Ja. Und natürlich ist wahrscheinlich auch wieder Ungeduld dabei und Angst, dass man es nicht schafft. Wenn ich nur alles perfekt hätte, dann wäre ich halt super schnell unterwegs. Mhm. Und das ist halt die Fallacy. Das ist oft nicht der Fall. Ich würde nur gerne eins dazu sagen. Ich glaube, der Grund, also ich habe doch auch öfters mit dem Thema Prokrastination gekämpft. Wird immer besser, weil ich mich recht viel damit beschäftige, warum ich prokrastiniere. Ja, also so die Angst vor großen Aufgaben. Ich blockiere mich manchmal dadurch, dass man denkt, ich möchte jetzt einen besonders tollen Content liefern. Und hab recherchiert, warum ist es so? Warum blockiert man sie eigentlich? Und es ist das Gleiche, wenn man jetzt in ein Training geht, wenn man die Trainingseinheit dauernd verschiebt. Man hätte eigentlich Zeit. Und warum geht man nicht trainieren? Was ich extrem interessant gefunden habe, ist, dass man eine Erwartung hat, dass man zu diesem Zeitpunkt einen positiven Gemütszustand haben muss. Das heißt, ich glaube, ich muss motiviert sein. Also 100% fresh and ready. Genau. Führt auch oft dazu, dass man glaubt, man kann jetzt ohne einen Booster nicht trainieren gehen. Ja, man braucht gewisse Substanzen, was auch immer. Man braucht genau den Ablauf. Man braucht genau das Pre-Workout-Meal, was auch immer. Ich bin bei sowas anfällig. Ja? Also ich habe gern Strukturen. Führt dazu zu Rage-Anfällen, wenn man die AirPods vergessen hat zum Beispiel. Hey, das ist jetzt aber nicht... Nein, ich kenne das für mich selber, das kommt auf. Oder es führt zu Rage-Anfällen, wenn das Rack belegt ist und ich nicht sofort hin kann. Oder es führt zu Rage-Anfällen, wenn ich mich filme und dann läuft er durch die Kamera. Man muss ja eigentlich überlegen muss, okay, Moment einmal, was ist denn mit mir eigentlich falsch, dass das mich triggert, ja. Genau. Weil man die perfekte Session erwartet, ja. Oder den perfekten und Content. Das ist genau das Thema. Das führt zu dieser Prokrastination, dass ich glaube, es ist nur möglich, wenn ich jetzt, wenn ich genau diesen positiven Gemütszustand habe. Und was man dann erlernen muss, ist, dass man einfach trotzdem hingeht, wenn man die Zeit hat. Ja, also das ist ja, also oft Prokrastination ist ja das Thema, ich hätte eigentlich Zeit. Ja, ich hätte Zeit. Ich sage dann zwar, es ist ja nicht ausgegangen, aber ich hätte eigentlich Zeit gehabt. Da muss man eben das überlegen, was erwarte ich mir? Ja, das ist das Thema, habe ich schon oft, dass dann Leute sagen, ich bin nicht ins Training, also ich, das eher selten, aber manchmal habe ich das wirklich bei Overachievern durchaus, dass sie das Gefühl haben, es muss jede Einheit einfach super toll sein, und dass dieser Druck, dass ich vielleicht nicht so eine super tolle Einheit habe, weil ich mich gerade zu dem Zeitpunkt nicht so super toll fühle, dazu führt, dass man dann aufschiebt,
Und wenn man aber erlernt, dass man einfach trotzdem hingeht und sich das mitnimmt, was halt dieser Tag gibt, das ist das, was wir immer predigen und was wirklich, das ist die, ja, das ist das Geheimnis. Das ist die Erfahrungsstufe. Ja. Also wenn man das geschafft hat, dann hat man wirklich ein ordentliches Level abgeschafft. Wenn es wurscht ist, wie man drauf ist, egal ob man einen scheiß Arbeitstag hatte, egal ob man traurig ist, ob man froh ist, ob was war hier, ja, egal welcher Gemütszustand, wenn man einfach geht und einfach tut und das nimmt, was man kriegt. Denn dann hat man ein wirkliches Level abgeschafft, weil letztendlich die einzige Trainingsvariable, auf die es wirklich, wirklich ankommt und mit der steht und fällt alles, sind die erledigten Trainingseinheiten. Also wenn ich schaffe, die Einheiten durchzuziehen, dann erledigt sich ganz, ganz viel von ganz alleine, ja? Weil dann gehe ich regelmäßig hin, dann sammle ich im Training Erfahrungen, wie ich im Training besser werden kann, dann lerne ich über die Zeit härter zu trainieren, dann steigere ich meine Gewichte etc. 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 und dann erst wird es wirklich geil. Ja, ja? Man steigt halt die Erfahrungsstufen erst aus, wenn man halt eine gewisse Zeit investiert hat. Ja? Mhm. Und oft ist das diese schmerzhafte Erfahrung, das ist vielleicht der nächste Punkt da noch, dass man nicht aushalten möchte, dass man, wo man ja Anfänger ist und dass man vielleicht noch nicht so weit ist, wie man ist, da kommt so diese generelle Lebensungeduld mit. Ja. So, ich bin jetzt schon, nehmen wir ein Beispiel, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr, ich bin schon 40, ja, ich hätte ja schon vor 20 Jahren zum Trainieren anfangen sollen. Und natürlich wird dann vor Augen geführt, wenn man startet, dass man nichts kann. Ja. Also das ist, man ist einfach Anfänger. Ich habe da das als Beispiel, ich habe mich irrsinnig, also das Posing war für mich so ein Thema, weil ich einfach wieder ein kompletter Beginner war und das war schmerzhaft, ja, weil man sieht dann andere Leute und denkt sich, wieso schaut das so einfach aus? Ja? Das schaut so leicht aus und man unterschätzt aber, dass wenn man täglich Zeit investiert, dass man da halt auch hinkommt. Ja? Aber es ist eine kurze, schmerzhafte Erfahrung, dass man damit konfrontiert ist, dass man vielleicht nicht so fit ist, dass man eben noch nicht so aussieht, wie man es vielleicht auch oft hat, ja. Das Schlimme ist, das Ganze ist halt höchst persönlich, natürlich, ja. Also, da ist man mit seinem Körper, mit seiner Identität quasi konfrontiert, und die ist, ja, im eigenen Denken hässlich sozusagen, ja. Vor allem, weil du jetzt gerade sagst, mit der Identität konfrontiert, also gerade Leute, die sich sehr viel mit der Materie auseinandersetzen. Also die, ich sage mal, intelligente Leute, die gern lesen, sich gern informieren, die sich vielleicht auch ein bisschen über den Intellekt identifizieren, die vielleicht schon diverse Trainingsmethoden in der Theorie durchhaben und so weiter. Gerade da blockiert man sich oft, weil man dann nämlich in der Realität damit konfrontiert ist, Moment, ich weiß das und das, wieso ist denn das jetzt trotzdem so schwer und andere wissen vielleicht weniger und können das aber vielleicht schon besser. Auf den Punkt war ich auch. Ja. Ich habe in der Theorie alles schon gewusst. Ja. Ein Podcast hier und Podcast da und ich habe mir alles angehört. Und dann habe ich mir oft in den Spiegel geschaut oder mir beim Training überlegt, ja, aber irgendwie so proficient, wie du glaubst, wirkt das eigentlich noch nicht. Ja. Und was ich halt übersehen habe, ist, ja, da habe ich halt erst vielleicht 1-2 Jahre trainiert und das ist halt noch nichts, ja, also noch nicht noch nichts, ja, aber auf dem Level, wo ich geglaubt habe, intellektuell zu sein, so viel zu wissen, das Wissen ist tatsächlich unnütz, wenn ich nicht weiß, wie ich es umsetze. Ja, das hat mir auch fertig gemacht. Ich meine, da kommt der Faktor Genetik dann auch noch dazu, aber in meiner McFit-Zeit, ja, wo ich halt immer noch diese 100 Kilo Hantelbank gechased habe, damit ich endlich so ausschaue wie mein großes Vorbild aus dem Internetforum, whatever, da war es dann natürlich auch so, du hast gemerkt, okay, da gibt es Leute, die trainieren den allergrößten Stuss, ja, die haben Nüsse-Ahnung. Du weißt natürlich auch nicht, welche Substanzen im Spiel sind, aber du merkst einfach, okay, die gängen auf wie ein Germteig, und du weißt ganz genau, verdammt, mit dem Wissen, was ich habe, mit der Veranlagung, die der hat, wäre es doch so viel leichter. Spielt viel zusammen, ja. Ich habe die Erfahrung noch nicht gehabt, das war der Punkt 1. Und vielleicht auch nicht so viel Trainingseinheiten, vielleicht nicht trainiert so schon seit er 15 ist, ja. Meine mit Erfahrung, genau, also ich habe einfach die praktische Erfahrung nicht gehabt, habe nicht lange trainiert wie der Typ, habe natürlich dann die genetischen Veranlagungen vielleicht nicht gehabt, ja. Also das spielt eine Riesenrolle, das darf man nie unterschätzen, man muss halt von dem Punkt, wo man weggeht, von dem Punkt muss man sich auch messen, ja. Es wird nicht funktionieren, dass du als 40-Jähriger, der mit dem Training startet und wenig sportliche Vergangenheit hat, nach 3 Jahren
der Superathlet bist. Na, du steigst auf ein Level ein, der, ja, der, wo du Sport im Grunde erst erlernst, ja? Also wo du lernst, dich sportlich zu bewegen. Das ist was ganz anderes wie jemand, der in der Jugend vielleicht in der Leichtathletik war, ja, und dort mehrere Jahre lang auf einem hohen Niveau seinen Körper trainiert hat. Dieses Wissen, diese Erfahrung, diese Ansteuerung, die verlierst du nie wieder. Das heißt, jemand, der in der Jugend extrem sportlich war und dann mit 40 mit dem Training beginnt, wird dich aber sowas von schnupfen, ja? Der wird dich sowas von überholen. Und so ist es halt mal, ja. Das ist Erfahrung. Das ist die Real-Life-Experience und wenn du die hast, dann kannst du auf etwas aufbauen. Wenn du nicht hast, musst du von dem aufbauen, ja, was dir gegeben ist. Ja. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist die, weil ich es jetzt noch nicht kann, mache ich es nicht, weil ich nämlich damit konfrontiert bin, dass ich es nicht kann. Genau. Und das heißt aber, ich bin in 3 Jahren immer nur da, wo ich jetzt bin. Ja. Und ja, es ist cheesy, aber es ist nie zu spät. Ich meine, ich habe über dieses Thema ja dann auch noch weiter nachgelesen, da möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist ja angeblich, oder was halt da so dahinter steckt, ist dieses Thema, dass man mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ist. Sobald ich irgendein Projekt starte und merke, wie lange das dauert, bis ich dorthin komme, wo ich gerne wäre, ist ja eigentlich absurd, dass man sich denkt, na, ich fange gar nicht an. Weil ja genau, man ja eigentlich weiß, okay, das dauert lange. Dieses Problem, das dauert lange, also an dem dauert lange, ist, dass man damit konfrontiert wird, dass man halt nicht ewig Zeit hat. Und dass man halt nur eine gewisse Anzahl von Projekten im Leben überhaupt starten kann. Das ist ja der Grund, warum ich, also tatsächlich, ich habe dann wirklich hinterfragt, warum fühle ich mich so gehetzt eben, warum versuche ich immer so viel in den Tag einzuplanen. Das ist ja dieser absurde Gedanke von, wenn ich nur das perfekte Zeitmanagement habe, dann kann ich das Leben überlisten und kann viel mehr unterbringen und muss mich nicht mit meiner Endlichkeit konfrontieren. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein ziemlicher Downer eigentlich, aber es steckt halt dahinter. Ja, es steckt dahinter, dass man eben sieht, hey, ich bin sterblich, ich werde mein Leben nicht alles machen können, ich werde Prioritäten setzen müssen, ich werde nicht überall auf ein exzellentes Level kommen. Ich habe vielleicht andere Themen auch noch im Leben, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Das ist auch eben so dieser schmerzhafte Prozess. Aber ja, wir stellen das gerade selber natürlich fest, also nicht im Training und nicht bei der Ernährung, weil wie gesagt, diese Themen haben wir durch, aber oder zumindest auf dem Level, wo wir uns diese... Da bin ich geduldig. Ja, da bin ich geduldig, genau. Und da stelle ich mir diese existenziellen Fragen nicht mehr. Aber bei Strategie fürs Coaching, fürs Business, für Content und so weiter durchaus, ja. Also man merkt halt einfach, wenn man sich hinsetzt und Content erstellt und es ist nicht nur unter Anführungszeichen ein Instagram-Beitrag, den man, auch wenn er groß und toll ist, innerhalb eines Tages erstellt haben kann, ne, oder innerhalb eines halben Tages erstellt haben kann, sondern wenn man versucht, zum Beispiel ja, regelmäßig Blogposts zu schreiben, vielleicht ganze Kurse zu erstellen, ja, dann merkt man, okay, Moment mal, das Leben ist nicht so lang für das, was ich alles vorhabe. Ja. Und ja, wir kämpfen tatsächlich gerade damit, wirklichen Longform-Content zu schreiben. Unsere Maßnahme aktuell ist folgende. Ich habe gesagt, okay, offenbar haben wir am Stück jetzt selten in einer Woche 4 Stunden, 6 Stunden Zeit, um die Zeit zu investieren, die wir bräuchten, damit ja, nicht zu langsam Content rausfällt, sozusagen, damit wir den Content auch wirklich in einer angemessenen Geschwindigkeit produzieren können. Ja. Und haben gesagt, okay, was können wir tun, damit wir doch regelmäßig dranbleiben? Und haben gesagt, okay, eine halbe Stunde. Und die halbe Stunde passiert nicht irgendwann, sondern die passiert erstens einmal täglich und weil es Priorität für uns hat, wirklich als allererstes am Tag. Also wir gehen noch aufs Klo, wir gehen noch Zähne putzen. Das stimmt, dann, also ich pflege mich ja. Körperlich, ich stehe auf, ja, pflege mich körperlich und dann ja, also gibt es nicht mal Kaffee davor, sondern es wird wirklich diese halbe Stunde in Longform-Content investiert. Und ja, das ist jetzt mal ein Versuch und gesagt, okay, das hat Priorität und wir wollen es priorisieren und wir... schauen wir mal, wie gut man das durchhält sozusagen und was wie gut das auch für den Arbeitsfluss ist. Aber was ich halt feststelle ist, wenn es hier damit geht, aber dadurch, dass ich jetzt täglich daran arbeite, hat es im Kopf schon Platz eingenommen und Dinge, die ich schreibe oder die ich plane zu schreiben, formen sich auch in der Zeit, wo ich nicht dran schreibe. Das heißt,
direkt nach dem Schreiben, wenn ich die halbe Stunde absolviert habe, denke ich vielleicht noch drüber nach, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Und ich glaube, dass das wirkt auch nach, was gar nicht so blöd ist für ein Langzeitprojekt eben. Ja. Das kann ein Buch sein, das kann ja können lange Blogposts sein, was auch immer. Aber ich glaube, das kann man auch gut. Also ich kann das, ich habe gerade diesen Konnex zum Training eigentlich jetzt gefunden, weil mein Problem bei solchen Projekten, ja, also jetzt bei solchen Longform-Projekten, wo man weiß, okay, da du hast nicht dieses Erfolgserlebnis an dem Tag, weil du das nicht an diesem Tag oder in dieser Zeit, in der du sitzt, stellst du es nicht fertig. Das heißt, du hast nicht diesen Dopaminausstoß, der da kommen würde. So, gleichzeitig aber kein Stress, dass es fertig kriegen muss. Genau, ja? Das ist es. Und das führt dazu, dass man nämlich nicht prokrastiniert, weil man sich denkt, okay, ich setze mir, meine Aufgabe ist, mich 30 Minuten hinzusetzen, was rauskommt, kommt raus. Ich kann es jetzt nicht beeinflussen und das sozusagen habitualisieren, ja, dass man sich einfach dazu setzt. Dadurch entlernt man nämlich, dass man irgendeinen bestimmten Gemütszustand braucht. Das heißt, man tut einfach, weil es einem wichtig ist. Und was man auch lernt, was nämlich mein Thema ist, wenn ich mal wo dran bin und ich bin in einem super Mut, dann gehe ich einfach gerne über meine Grenzen drüber. Ja. Dann vergesse ich zum Essen, zum Trinken und arbeite viel länger, als ich eigentlich arbeiten wollte. Es ist viel zu spät, der Schlaf leidet, was auch immer. Ja. Das ist eh super, weil dann sagt man, ja, jetzt habe ich den Flow ausgenutzt. Das Problem ist, dass das ist verankert, wenn man genau weiß, oder wenn man dann glaubt, man kann nur kreativ und toll sein oder auch beim Training, man kann nur ins Training gehen, wenn man in diesen Flow-Zustand kommt. Und damit macht man sich einen irrsinnigen Druck, weil man das dann nicht mehr erwartet. Und wenn man aber sagt, okay, ich lege den Stift weg oder ich klappe den Laptop zu einem Zeitpunkt, wo es mir nur gut geht, ja, nicht wo ich schon drüber gegangen bin, erlernt man auch, dass das jetzt keine überaus fordernde Sache sein muss. Ja. Ja. Das heißt, ich gehe ins Studio, absolviere mein Training, gehe wieder nach Hause und versuche mich nicht in jedem Training abzuschießen und mich da fertig zu machen, weil dann und irgendwann. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn der Flow-Zustand vielleicht im Training nicht kommt. Ja. Also das ist bei mir auch etwas, was phasenweise der Fall ist. Ich habe Wochen, vielleicht sogar Monate, wo es irgendwie läuft. Ja? Also da gehe ich ins Training, das mache ich sowieso. Ja. Die Zeit ist reserviert, ich gehe ins Training, ich warte nicht auf irgendeine auf eine Stimmung, auf einen Gemütszustand. Aber irgendwie läuft es auch gerade so gut, dass wirklich fast in jedem Training dieser Flow kommt. Ja, dass ich noch mehr als sonst bei der Sache bin, dass dadurch auch die Erfolge besser sind und dass es einfach läuft. Und dann gibt es wieder Monate und das ist meistens wirklich so am Stück, ja, also wirklich phasenweise, wo das einfach nicht passiert oder nur ganz, ganz selten in einzelnen Trainings und das muss auch okay sein. Ja. Das muss auch passen, weil das heißt ja nicht, dass man keinen Fortschritt macht, man fühlt sich nur anders dabei. Das lernt man dann eben. Dass das Gefühl, dass man eigentlich Gefühlen oft zu viel Raum, das bedeutet jetzt nicht, dass man über sich drüber gehen soll das eben. Ja. Also das ist ja. Aber das kann man ja innerhalb einer Trainingseinheit auch steuern. Ja. Genau. Also, dass ich jetzt diese 1,5 Stunden fürs Training aufwende, heißt ja nicht, dass ich über mich drüber fahre, sondern ich mache bewusst die Übungen, die ich mir vorgenommen habe und wähle aber die Intensität und die Belastung vielleicht dementsprechend, was der Körper gerade hergeben möchte. Ich teste zuerst aus, okay, ist das heute ein guter Tag oder nicht? Ja. Teste es wirklich aus, verlasse mich nicht aufs Gefühl sozusagen, sondern greife halt wirklich die Stange an, beginne mit den Aufwärmsätzen und schaue, wie schwer, wie leicht fühlt sich das Ganze an und entscheide dann, wie hart gehe ich an meine Grenzen. Ja. Und es ist auch okay, eben nicht an seine Grenzen zu gehen, wenn der Körper nicht bereit ist. Ich überlege gerade, ob man da irgendwie einen Bogen schlagen kann zur Ernährung. Kann man auf jeden Fall überlegen, ob ich das vielleicht in dieser, sollen wir über diese, wie tun wir jetzt? Jetzt ist 1:04. Punkt Zielhierarchie. Ist das was wir jetzt vielleicht ansprechen sollten? Oder würdest du gern vorher einen anderen Punkt? Wir können schon Zielhierarchie. Genau. Ja, doch. Okay. Eigentlich können wir, das ist vielleicht auch so nochmal dieser Wrap-up jetzt auch am Schluss. Mhm. Also, das habe ich aus dem Stronger by Science Podcast übrigens. Ich gehe kurz weg, ich brauche Wasser. Das geht jetzt aber gar nicht. So, jetzt einfach drauf los. Ja, dann machst du.
Oh mein Gott, ich habe jetzt diesen Floor alleine im Podcast. Das muss ich nützen. vielleicht zu Beginn, woher diese Info habe. Die habe ich aus dem Stronger by Science Podcast. Ein extrem wertvolles Konstrukt, wie man mit Zielen umgeht, meiner Meinung nach. Auch wissenschaftlich sozusagen durch Studien ausgetestet. Deswegen auch im Stronger by Science Podcast. Die beiden haben nämlich gesagt, das habe ich sehr interessant gefunden, dass wir im Fitnessbereich sehr gerne das Training zerpflücken und auch die Ernährung zerpflücken und uns dazu Studien anschauen, was das Optimum ist. Dass man aber mit diesen mentalen, psychologischen Herausforderungen oft ganz anders umgeht und sagt, naja, mach halt, ja, dann tu halt, ja. Sie aber nicht anschaut, was führt eigentlich zum Scheitern oder zum Erreichen der Ziele. Und es gibt auch dazu Studien, wo man sich natürlich einlesen kann. Also wirklich ein stark erforschtes Gebiet, weil Motivation, Zielerreichung ja nicht nur in Fitness wichtig ist, sondern überall. Ja. Hund zuckt aus. Und es ja zum Unternehmenserfolg zum Beispiel beiträgt und da echtes Geld dahinter steckt, wenn Ziele richtig gesetzt und erreicht werden. Ne? Genau. Und das Konstrukt, das die gebracht haben, das ich fantastisch finde, Aria, komm her, das ich fantastisch finde, ist, dass man sich eine Zielhierarchie setzt. Und zwar bedeutet das... So. Ja, alles okay. Sie hat auch Ziele. Wir wissen, sie hat vor allem ein Ziel, regelmäßig gefüttert und geliebt zu werden. So. Also Zielhierarchie bedeutet, ich überlege mir ein Ziel, also ich gehe nicht nur von diesen Smart Goals aus, ja, also ich baue nicht alles auf diese Smart Goals auf, sondern ich überlege mir, was ist meine oberste Priorität? Was steckt hinter dem ganzen Vorhaben? Und das ist oft sehr wischiwaschi und sehr gefühlsbasiert. Was werden da, hast du ein Beispiel? Naja, das der Klassiker ist eigentlich, ich möchte gesund sein, ja, also ich möchte ein gesundes Leben führen. Aber in der Realität glaube ich, dass sehr viele Leute, die ins Coaching kommen, auch andere Ziele haben. Ja? Also Thema attraktiv sein. Da kann er dahinter stecken. Ich meine, das ist halt, ja, wobei, das nehme ich jetzt vielleicht sogar als Beispiel. Ich möchte attraktiver für meinen Partner sein. Und ich bekomme eigentlich zu wenig Wertschätzung von meinem Partner. Das kann wirklich... Wieso? Das tut mir leid. Das bedeutet nicht, dass ich dieses... Du bist sehr attraktiv für mich. Du bist immer attraktiver nach der Prep. Das gehe ich jetzt da nicht näher ein. Die heute auf jeden Fall jetzt nach der Prep auch besser aus. Das ist auch gut. Es wird rausgeschnitten, nur wir schneiden ganz nicht raus. Ganz sicher, ja. Wir schneiden es raus. Ich versuche mir da gerade im Kopf zu ordnen. Bitte gib mir die Chance. Aber du bist ja, dich halte ich jetzt besser aus. Naja, du bist jetzt nicht schöner geworden dadurch, dass mein Prep beendet worden ist. Aber ich bin entspannter dadurch. Ich habe dich professionell begleitet. Ja, aber das macht dich jetzt nicht schöner. Das macht dich attraktiver nur, nicht. Das macht dich nur als Menschen besser. Ja, okay. So. Aha, nur. Ich mache mich nur zu einem besseren Menschen, aber nicht attraktiver. Bitte, ich muss back to topic. Ich vergesse alles, was ich mir vorgenommen habe zu sagen. Ja, so. Okay. Also es könnte ein Ziel dahinter stehen, das man im Coaching gar nicht erreichen kann. Das möchte ich jetzt auch nur dazu sagen. Ja? Also, dass man vielleicht nicht durch Abnehmen und durch Krafttraining erreichen kann. Das wäre jetzt ein Klassiker. Also du willst attraktiver für mich sein ich bewerte deine Attraktivität nicht über deinen Körper, sondern über deine Intelligenz, über wie nett du zu mir bist, wie lieb du bist. Ja, genau. Zum Beispiel. Und dann oft, und das kann sich dann total beißen, nämlich, weil wenn ich nämlich mich dann auf diese Teilziele, wenn ich sage, okay, ich würde eigentlich will ich eine bessere Beziehung oder ich will überhaupt eine Beziehung. Ja, naja, das kann auch ein Grund sein, mich attraktiver sein für den Datingmarkt, ja, zum Beispiel. Ja. Ich wünsche mir, das ist furchtbar, ich wünsche mir eigentlich eine Beziehung. Gut, ich wünsche mir zwischenmenschlichen Kontakt, whatever. Ich fange eine Diät an und ein Regime an und konzentriere mich auf die Unterziele. Kann das genau das sabotieren, was ich eigentlich gern hätte. Ja. Ich bin total pisst, weil ich weniger essen darf. Ich gehe nicht mehr mit meinem Partner essen, weil ich nicht mehr essen gehen kann.
Weil ich glaube, ich kann nicht mehr essen gehen. Werde aggressiv, weil mein Partner neben mir Kaugeräusche macht. Also sowas geht ja. Was natürlich die persönliche Beziehung zwischen mir und meinem Partner belastet. Oder ich wünsche mir dann eigentlich eine Beziehung. Ja? Ich möchte attraktiv sein, wünsche mir eine Beziehung. Aber eng mich so ein durch Training und Ernährung, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, soziale Kontakte zu knüpfen und meide vielleicht sogar soziale Events, weil das nicht in meine perfekte Struktur passt. Verpasse meinen Traummann oder meine Traumfrau. Ja, gut, ja. Aber okay, deswegen ist dieses übergeordnete Ziel so wichtig, weil man nämlich dann sieht, jetzt kommen wir zum nächsten Level sozusagen, das wäre dann das mittelfristige Ziel, ja, das Intermediate Goal, ja, oder die Intermediate Goals. Wie komme ich eben zu diesem übergeordneten Ziel? Okay, nehmen wir jetzt das Beispiel, ich möchte mich wohl in meinem Körper fühlen. Das ist ja doch auch oft ein Grund. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch gleichzeitig Gesundheit und das hat meistens noch einen ästhetischen Faktor. Ja, und einen Einstellungsfaktor. Ein Einstellungsfaktor auch, leider. Ja, kann man natürlich, ja, also sage jetzt leider, weil... Ja, weil wir alle einen Rahmen haben, in dem wir uns verändern können, aber einen Rahmen sprengen können wir richtig, nicht. Ich kann mich nicht jünger machen dadurch. Ja, ja, egal. Ja. Aber genau, also dann gibt es noch diese mittelfristigen Ziele, die dazu beitragen, die sind schon ein bisschen konkreter. Ja? Mhm. Das könnte dann sein, ich möchte abnehmen. Ja? Mhm. Das könnte sein, ich möchte mich gesund ernähren. Ja? Ich möchte eine Trainingsroutine etablieren. Mhm. Also sozusagen, das sind diese Dinge, die zu dem übergeordneten Ziel beitragen. Und dann kommt das nächste Level, also die untergeordneten Ziele, die sind dann halt wirklich konkret. Mhm. Ja? Bedeutet, ich setze mir als messbares Ziel, weil das eben auch ein Teil davon ist, der beiträgt, ich möchte 5 Kilo abnehmen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ich möchte das und das Gewicht bewegen, mhm. ja, ich möchte Klimmzüge können, ja, solche Dinge. Das sind ich möchte dann, viermal die Woche trainieren gehen? Das ist die Frage. Das kann ein motivierendes Ziel sein. Die Frage ist aber die, wenn das dazu führt. Das ist vielleicht eigentlich jetzt gut. Mhm. Wenn man Perfektionist ist, ja, und ganz viele Leute, die bei mir im Coaching sind, würden sich selber, keine Ahnung, ich ziehe die Leute an, würden sich selber als Perfektionisten klassifizieren. Man steht sie aber jetzt, wenn man sich diese Hierarchie ansieht, damit im Weg, wenn man sich auf ein Teilziel fokussiert und seinen Perfektionismus dort ausleben möchte, Thema Ernährung, bleiben wir bei diesen 4 Einheiten eigentlich. Wenn ich meine 4 Einheiten nicht schaffe, ist es sozusagen schlecht. Ich bin dann gut, wenn ich das geschafft habe und ich bin nicht gut und ich erreiche meine Ziele nicht, wenn ich das nicht geschafft habe. Jetzt ist eigentlich wieder die Frage, Moment, mein übergeordnetes Ziel ist Wohlbefinden. Mhm. Ich möchte mich wohlerfühlen. Mhm. Wenn ich mir jetzt in meinem Alltag so einen Stress kriege, durch 4 Trainingseinheiten, dass es mir von dem übergeordneten Ziel langfristig was nimmt, dann muss ich meine anderen Ziele anpassen. Mhm. Und das ist das, was ganz oft in der Ernährung übersehen wird. Das Makro-Tracking zum Beispiel ist ein Tool. Ich setze mir ja Makros deswegen, weil ich ja ein bestimmtes Ziel verfolge. Gut, das Ziel kann jetzt sein, ich möchte abnehmen. Bringt es mir was für mein allgemeines Wohlbefinden, wenn ich mich extrem darauf konzentriere, jeden Tag die Makros perfekt zu treffen? Das bringt mir eigentlich fürs mittelfristige Ziel nicht den Erfolg. Ja? Also der Erfolg ist einfach dran zu bleiben oder der Erfolg kommt dadurch, wenn ich dranbleibe an der Diät natürlich. Ja, ja. Wenn ich mir aber auf dieses Teilziel fokussiere, ich versuche jeden Tag meine Makros perfekt zu tracken, bin ich unglücklich, wenn ich es nicht schaffe und verliere eigentlich komplett aus dem Auge, worum es mir eigentlich geht. Das heißt, es ist jedes Level dazu da, dass man abcheckt, ob man sich überhaupt dadurch in die Richtung bewegt, in die man möchte. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen im Coaching, dass man die Leute dabei abfängt, wenn sie sich auf so ein Teilziel extrem einschießen. Verschärfen, ja. Ja. Und das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die viele Leute mitbringen. Ja. Und das kenne ich von mir selber, ja, dass ich mir dann oft überlege, und das ist ja, glaube ich, gut so, warum tust du das eigentlich? Ja? Weil wenn du dich dadurch so extrem gestresst fühlst,
dann ist es dem und oder deine Beziehung sogar dadurch sabotierst, mhm. weil du so ein also ja, weil du so in diesem Konstrukt gefangen bist, mhm. dann trägt es nicht mehr zum übergreifenden Ziel bei. Und das ist der Grund, warum sie dann Leute mit Diäten mhm. in den Wahnsinn treiben. Ja? Und auch überhaupt in diesem Fitness-Thema komplett verlieren. Man mhm. kann sich darin komplett verlieren. Diese ganzen healthy Habits, die man aufgebaut hat, können sie komplett gegen einen wenden. Ja? Man isst, man hat Angst, man muss nur mehr Protein essen. Ja? Man ist auf Dauerdiät. Mhm. Im Training geht es darum, mich fertig zu machen, mich abzuschießen. Mhm. Es geht nimmer mehr um das große Ganze. Ja, das Training wird schlecht, wenn ich nicht mein Pre-Workout perfekt getimed zu mir nehme. Ja, ja, genau. Ich brauche die perfekten Makros und alles andere ist, ist schlecht. Ja, ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, also ich würde nie, das mache ich auch nicht, ja? Also ich würde nie, wenn Makros nicht getroffen werden sozusagen, wenn wir uns ein Proteinziel ausmachen und das wird nicht getroffen an einzelnen Tagen, mache ich das nicht zum Thema im Check-in. Das ist mir als Coach relativ egal, ja, für jemanden, der normal abnehmen möchte oder normal aufbauen möchte oder was auch immer. Wenn das natürlich ein Muster ist und man sieht permanent, man ist weit unter diesem Ziel, kann man darüber reden, okay, was hält einen davon ab, aber einzelne Tage sind egal, ja. Aber gleichzeitig, wenn ich Perfektionist bin, kann ein einzelner Tag, wo ich das 160 Gramm Protein nur 130 reinbekommen habe, kann einen total fertig machen, ne? Ja. Und da sieht man, ja, wie absurd das wird, das Ganze. Das wird absurd und das ist auch nicht mehr Flexible Dieting. Eigentlich sollte einem ja das Makro-Tracking, sollte einem ja Erleichterung bringen, dadurch, dass man eben gewisse Lebens... Man muss halt nichts aus... Das wird immer angepriesen damit, ja, das ist so super, ich kann jetzt alles essen. Mhm. Nur, ich habe eigentlich sehr wenig Flexibilität im Kopf, wenn ich glaube, ja, ich kann zwar alles essen, aber ich muss bei genau 150 Gramm Protein landen. Ja. Na, dann bin ich genauso gefangen in einer rigiden Diät wie jeder andere. Dann macht es das nicht besser. Also da kann ich schon fast in eine Grauzuppen-Diät vielleicht nicht. Das ist vielleicht noch besser als natürlich. Aber vom Mindset her... Ich bin flexibler zwar in der Nahrungsmittelauswahl, aber in Wirklichkeit auch wieder nicht, weil die Makrovorgaben halt ja, entscheiden, was für ein Nahrungsmittel essen kann. Na, mein Mindset ist nicht flexibel. Und das Mindset muss flexibel sein und nicht... dann passt alles, dann kann man alles machen, theoretisch. Ja, oder... Passt ein bisschen besser zum Perfektionismus, aber auch da kann man sich verlieren und sich den Spaß zerstören. Das hat letztens im Coaching gehabt, dass hat jemand neu begonnen bei mir und am Anfang ist so, wenn ich Technikfeedback gebe, dann ist typischerweise, sind es ein paar Punkte mehr, die ich anspreche. Ja? Das heißt, schauen, dass wir die Übungen, die Basis sozusagen schnell auf gerade kriegen, damit ja, wir halt schneller auf stabiler Basis die Gewichte steigern können und so weiter und so fort. Und das sage ich immer dazu am Anfang, das ist fordernd, ja? Weil ich ja, mehrere Punkte anspreche und natürlich kann man nicht alles sofort umsetzen. Ja? Also das ist etwas, ist unmöglich, wenn man gleichzeitig, nehmen wir ein Beispiel her, beim Barbell Row ja, zum Beispiel, wenn man einerseits das Feedback bekommen hat, okay, der Oberkörper war etwas zu aufrecht, versucht ihn etwas waagerechter zu bekommen, zieh die Stange außerdem mehr Richtung Hüfte und nicht so stark Richtung Brust und greife anders und stehe anders. Na, irgendwas geht flöten, das kann nicht funktionieren. Ja. Deswegen versuche ich eh schon, die Cues mehr so tröpfchenweise zu bringen. Aber trotzdem, jeder nimmt es ein bisschen anders auf und jeder braucht unterschiedlich lang, um diese Sachen umzusetzen. Und gerade Leute, die perfektionistisch unterwegs sind, die das meiste rausholen wollen sozusagen, können dann schnell einmal gestresst sein. Ne? Die schauen sich dann selber sein Trainingsvideo an und vergleichen die Cues sozusagen mit dem, was sie da abgeliefert haben, sind unzufrieden, die Trainingseinheit dauert vielleicht nicht doppelt so lang, aber zumindest eine halbe Stunde bis Stunde länger vielleicht, als man geplant hatte. Ja. Und irgendwo geht dann der Spaß flöten. Ne? Und ja, mein Feedback war dann, hey, du bitte
mir reicht es, wenn du dir die Cues anschaust, ja, wenn du die vielleicht kurz vor der Übung einmal ins Gedächtnis rufst und dann dein Bestes gibst. Ja. Wenn du das machst und das wieder ablieferst, wirst du sehen, wir werden Woche für Woche besser werden und nach ein paar Wochen ist das alles kein Thema mehr. Und du hast weniger Zeitaufwand, mehr Spaß in der ganzen Geschichte und ja, es ist mehr so ein natürlicher Prozess sozusagen vom Besserwerden als dieses krampfhafte Versuchen, perfekt zu sein. Ja, ja. Ja, das Perfekt gibt's nicht. Ne? Es gibt einfach kein Perfekt. Richtig, ja. Es gibt kein Perfekt. Und da, wenn man, und das ist der Grund, glaube ich, eben, dass man dann eben wieder aufhört, vielleicht um da jetzt wieder zurückzukommen, mit dass man dann, ja, das entmutigt dann. Ne? Also, bei diesem Beispiel ist es so, da macht man es eigentlich immer falsch. Man ist nie perfekt und also immer schlecht. Und wenn man immer schlecht ist und dafür noch dazu viel mehr Zeit braucht, naja, kann man es ja ausrechnen, wie lange man das noch macht. Ja, ja, und das ist halt eben, es ist, ich glaube, man muss das halt oft mit Dingen vergleichen, die man halt vielleicht im Leben schon angepackt hat, die auch gedauert haben. Hm. Ja. Weil. Ein Puzzle. Nein, ich kann es vergleichen mit Puzzle, ja, oder vielleicht. Naja, Puzzle wird nicht schneller fertig, indem du an einem Stück viel Zeit investiert, wirst nicht schneller fertig. Nämlich, das stimmt, das ist gar keine schlechte Analogie, ja. Weil dann sehe ich nämlich gar nichts mehr. Ja. Und dann geht man einfach zufällig mal wieder vorbei und sieht einen Stein. Genau. Aber der Vergleich, der mir gerade in den Kopf kommt, ist Geige spielen. Hm. Ich habe ja Geige gelernt. Hm. Und das ist wirklich, also für alle Eltern, es ist das Instrument, also ja gut, Schlagzeug ist vielleicht auch schlimm, wobei Schlagzeug klingt wenigstens noch was, nur wenn man Geige lernt, klingt es die ersten 2 Jahre furchtbar, weil man ist ja nicht so wie bei einem Klavier, und du drückst auf die Taste und da kommt ein schöner Ton raus, sondern du musst ja streichen, also überhaupt bei allen Streichinstrumenten, und das es klingt nicht einmal das gut, ja, das klingt schon kratzig und furchtbar, und dann triffst du dann den Ton nicht, und ja, das dauert irrsinnig lang, und da würde jetzt auch niemand sich erwarten, ja, oder bei einem Instrument, glaube ich, ist es den meisten Leuten klar, dass das natürlich Zeit braucht, ja, dass man da Stunden investieren muss, und man muss, das ist eben, als Perfektionist tendiert man dann dazu, dass man daraus eben den Spaß nimmt, ja, weil man meint, man müsste eben schon weiter sein, als man ist, anstatt dass man eben akzeptiert, dass Dinge einfach Zeit brauchen, dass man Geduld haben muss. Und im Krafttraining, also zumindest für mich war es immer so, und ich meine, ich bin noch nicht so lange in der Game wie du, das heißt, ich habe zum Beispiel, glaube ich, weiß ich nicht, vor der Prep im letzten, habe ich auf jeden Fall nochmal ein Level unlocked, von der Ansteuerung her, wie ich an einen Arbeitssatz rangehe, da gibt es immer wieder mal Sprünge. Mhm. Und die Sprünge sind auch da, also wenn man schon glaubt, man hat die perfekte Ausführung, ne, die Bilderbuchausführung, ja, dann steiger mal Gewicht über Zeit lang und du wirst merken, Moment, jetzt, wo ich mehr Gewicht bewege, verändert sich alles. Die Übung verändert sich. Stichpunkt ADL zum Beispiel, wo Leute sagen, na, jetzt ist er furchtbar. Sag ich, na, der ist nicht furchtbar. Ich spüre ihn nicht mehr. Ich spüre ihn nicht mehr in den Hamstrings und im Hintern und sage, kein Wunder, du kämpfst jetzt ums Überleben. Ja, richtig. Na, es ist, irgendwann bewegst du halt einfach nur mehr ein schweres Gewicht von oben nach unten und schaust, dass du dabei nicht zusammenbrichst. Ja? Und dann nachher, und du kannst nicht während dieser Übung dann in die Hams hineinfühlen und überstrecken. Das geht aber einen gewissen Punkt nicht mehr. Und ich glaube, lustiges Feedback habe ich auch letztens bekommen. Ja. Das ist genau das. Ich habe gesagt, ja, passt, genau, da wollen wir hin. Ja, genau, ich spüre es nicht mehr. Ich spüre es nicht mehr. Ja, das ist, wenn die Ausführung passt und du spürst es nicht, ist es ein Zeichen, dass du eigentlich jetzt sozusagen am nächsten Level schon kratzt. Und das ist aber, das ist, finde ich, wieder das Tolle, dass man dann, ich glaube, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, ist das an einem Zeitpunkt, wo man irgendwie aufgeben wird, vielleicht sogar, oder wo man sagt, das kann ich nicht und das funktioniert nicht. Wenn ich so weit komme, es funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr. Genau. Und es versucht nach irgendwas anderem, ja. Und man verändert dann ganz viele Dinge. Und das habe ich im Coaching so genossen, dass wenn ich im Valentin irgendwas geschildert habe, wo ich gesagt habe, was denn, fühlt sie jetzt nicht richtig? Ich habe gesagt, nein, passt. Das ist ganz normal. An diesem Zeitpunkt deiner Trainingskarriere, da können wir jetzt mehr cheaten, da will man weniger cheaten. Ja. Das sind Dinge, aus denen nimmt man irrsinnig viel mit, von Leuten, die den Weg eben schon gegangen sind. Ja. Also das ist. Na sicher. Früher war mein Gedanke da, wenn etwas nicht mehr funktioniert hat, dann war der Plan halt ausgereizt und dann habe ich den Plan wechseln müssen. Das war so der Klassiker. Auch so in der Zeit, wo es einfach verdammt viele unterschiedliche Trainingsrichtungen gegeben hat, Trainingspläne, Schemas gegeben hat.
Und muss er gedacht hat, okay, gut, jetzt muss ich halt, damit ich weiterkomme, muss ich den Plan wechseln. Na, musst du nicht. Du musst diesen Plan noch besser zum Funktionieren bringen. Ne? Und Länger dranbleiben. ja. Aber ja, das ist genau. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Ungeduld. Ja. Das Ja, ist, ja. also du hast eh, glaube ich, gestern einen Post geschrieben. Ja, das ist die geheime Zutat, ist einfach wirklich geduldig zu sein. Ja. Das ist eventuell langweilig, aber es erleichtert schon auch das Leben. Weil wenn du nämlich mit Geduld an eine Sache rangehst, und das ist jetzt das, was mich für meinen professionellen Alltag mit meinem Berufs Escort-Dame. Oh mein Gott. Für meinen Berufsalltag mitgenommen habe. Der Tag hat so viele Stunden, wie er hat. Es geht sich das aus, was sich ausgeht. Ich arbeite kontinuierlich. Ich versuche nichts zu erzwingen. Und wenn ich über die Zeit hinweg Zeit hineinstecke und mich nicht fertig mache dabei, weil sich irgendwas nicht in der Zeit, wo ich vielleicht glaubt habe, dass es sich ausgeht, dann ist es so, ja, aber das verschafft mir viele gute Tage und entspanntere Tage. Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir einfach beide jetzt eben versuchen. Man kann das natürlich predigen bei Leuten, du musst dein Stressmanagement irgendwie in den Griff bekommen, sich selber aber in den Grund und Boden arbeiten, das funktioniert nicht, ja, also ich kann nicht Leuten sagen, ja, na, ist eh klar, Training und Ernährung ist nicht dein Leben, aber eigentlich mein Leben komplett nur auf Training und Ernährung ausrichten, so dass für nichts anderes mehr Platz ist. Das geht sich für mich auch nicht aus, ja. Ja, das hat der Urlaub auch wieder Das gezeigt. hat der Urlaub gezeigt. Einerseits, dass es für auch für die Arbeit, ja, also war halt da tatsächlich so, wir haben unsere Arbeit erledigt und dann kam die Urlaubszeit. Ne? Also das heißt, halbe Tage waren Arbeit, halbe Tage waren Urlaub. Manchmal Manchmal waren mehr, es manchmal manchmal mehr, manchmal weniger. weniger. Aber natürlich, man hat dann schon ein bisschen den Ansporn, hier auch noch was vom Urlaub zu haben und mit der Arbeit halt fertig zu werden. Und ja, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass man in dem Moment, wo man diesen Ansporn hat, auch vom Tag noch was zu haben, Ja. sozusagen, nämlich für sich auch etwas zu haben, dass die Arbeit sich leichter anfühlt. Also das war irgendwie absurd für mich. Also tatsächlich so jetzt beim Zurückkommen, war es bei mir so, dass ich, wenn ich jetzt so an die Freizeit denke, die natürlich auch schön ist, aber nicht so phänomenal, wenn du das Meer vor der Haustür hast, aber diese Freizeit ist jetzt nicht so der große Motivator, sozusagen meine Arbeit Das abzuschließen. muss man sich aber danach wieder schaffen, ja. Ja, Weil dadurch tankt man ja auf. ist richtig. Interessanterweise ist es bei mir eigentlich anders. Ich bin jetzt entspannter in der Herangehensweise, was die Arbeit betrifft. Aus dem Grund, weil ich im Urlaub sehr flexibel sein habe müssen, was meine Arbeitssituation betrifft, was die Zeiten betrifft. Manchmal war es in der Früh, manchmal war es am Abend, manchmal war es gesplittet. Und ich gesehen habe, Moment, ja, das geht so auch. Du musst nicht in einem durchrauschen, ja. Du musst nicht unbedingt so und so viele Stunden jetzt auf diesen Tag machen. Du kannst das durchaus ein bisschen flexibler handhaben. Man sagt, ja, das kann ich ja daheim eigentlich auch. Ja. Man kann auch unter nicht so optimalen Umständen arbeiten. Also das sind auch ganz viele Dinge. Ich glaube, diese Flexibilität, das ist genau das Thema, ja. Man muss nicht, es gibt keine perfekten Umstände, es gibt kein perfektes Vorankommen, ja. Es gibt ich sag mal, ein Perfekt für die jeweilige Situation und Phase. Und Weil damit man auch noch flucht mit dem Podcast und es dauert ohnehin arschlang. das stimmt. Verdammt lang, nämlich. Also wirklich lang. Also viel länger als du denkst. Und ich glaube, jetzt noch, was mir jetzt noch eingefallen ist, und die Frage ist, was ist denn dann, wenn Ja, ich das eben. Ziel erreicht Genau. habe? Ja? Weil das ist ja deswegen dieses schwammige Ziel on top, weil das kann man nämlich nie abgeschlossen haben. Genau. Und das ist das Gute. Mich wohlzufühlen im eigenen Körper habe ich nie abgeschlossen. Das heißt, ich höre nicht auf zum Trainieren, weil ich 10 Kilo abgenommen habe und fühle mich dann wieder scheiße, weil ich nichts mehr mache. Ja? Sondern ich will mich ja immer wohlfühlen. Ja? Weil die Fallacy ist ja auch die, dass ich glaube, dass die Zukunfts-Julia, wenn sie dieses Ziel erreicht hat, ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein Business-Ziel ist, ja, ein körperliches Ziel oder sonst was, die ist dann glücklich, entspannt und der geht's super. Die hat alles im Griff. Man wird nie alles im Griff haben. Und wenn man jetzt im Moment nicht glücklich, zufrieden und entspannt sein kann,
dann wird es auch mit anderen Umständen nicht eintreten. Dann wird es auch dann nicht sein, wenn man dann plötzlich fit ist. Genau. Und das kann ich aus der Prep firsthand sagen. Mhm. Ja, ich habe den Body meines Lebens gehabt. Ist es mir deswegen besser gegangen? Also besser, das klingt jetzt zwar schlecht gehen, aber ist es, ich habe genau mit denselben Themen zu kämpfen gehabt. Mhm. Natürlich dann das Neue, also der neue, der neue Ist-Zustand ist ganz schnell Normalität. Hm. Das ist auch nur was, glaube ich, was man vom Urlaub mitnimmt. Ja, das Meer vor der Haustür. Das Meer vor der Haustür, das Wetter ist super. Das war im ersten Moment, wow, nach 3 Tagen ist das Normalität. Hm. Das ist halt so. Ist ja. Und man macht sich schon wieder Gedanken, na ja, das könnte aber noch besser laufen und das brauche ich nur und das funktioniert nicht so gut. Das ist kurzzeitig, also diese hedonische Anpassung ist einfach Realität, ja, und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es in der Vergangenheit, auch wenn ich XY erreicht habe, das nächste Ziel lauert, ja. Ja, das ist ja auch das Gleiche mit Gehaltserhöhungen, ne? Wenn man die nächste Gehaltserhöhung jagt, dementsprechend Überstunden investiert, um zu glänzen, um Projekte besonders gut abzuschließen, um seine Arbeitsleistung hervorzuheben, um dann endlich die Beförderung zu bekommen oder eben das höhere Gehalt, gibt es ja auch Studien dazu, diese neuartige Belohnung sozusagen, der Effekt, der hält. Ich glaube, da sind wir wieder bei diesen 3 Wochen in etwa, ja. Also das ist wenn so schnell, überhaupt, wenn überhaupt, das wenn ist überhaupt. So schnell das neue Normal, dass man unter Umständen danach sogar leicht in eine Depression fällt, weil man natürlich verdammt viel für dieses Ziel getan hat. Mhm. Und ja, jetzt muss man sich entweder das nächste Ziel suchen, und wenn man das nicht vor Augen hat, ist man ziellos unterwegs. Ja. Und ja, da fragt man auch, war es das wert? Ja, jetzt habe ich diese 300 Euro mehr in meinem Bruttogehalt. Hab dafür meine Familie weniger gesehen, habe dafür meine Beziehung belastet, habe dafür Freunde vernachlässigt. Mhm. Und dann kommt schon die Frage, okay, will ich so leben? Habe ich? Ja. Ist das wert? Ja? Ja. Und das ist, ja, das ist im Fitness genauso. Ja? Und will ich so leben? Wie will ich eigentlich leben? Aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, aber im Ernährungscoaching ist das eine ganz wichtige Frage. Wie will ich leben? Mhm. Wie will ich leben? Weil die Leute, die sie selber sabotieren, ja, ich sage mal, Binge-Anfälle haben, ja, dauernd dieser Food-Fokus, dieser Kreislauf, ja, von Diät und doch wieder und es funktioniert nicht, da passt was nicht. Ja. Da versucht man etwas durchzuboxen, einen Lebensstil durchzuboxen, der nicht zu den Werten passt. Mhm. Und deswegen ist ja wieder dieses übergeordnete Ziel da. Ja. Wenn man glaubt, eben wie du sagst, das ist ja auch ein Smart Goal, wenn ich sage, ich muss so und so viel verdienen, ich brauche die und die Beförderung und dann geht es mir gut. Das ist übrigens was ich in der Schule ganz stark gemerkt habe. Ich habe irgendwann ab einem Zeitpunkt gemerkt, ja, das, mir macht das prinzipiell Spaß, aber ich habe immer darauf hingearbeitet, dass ich das jetzt mal erreicht habe, ja, dass ich das erreicht habe. War der Head vom E-Learning-Team, das hat mich irrsinnig motiviert, so viel Verantwortung zu kriegen. Ja, bin dann ins mittlere Schulmanagement reinkommen und dann war es aus. Es hat nichts mehr gegeben. Es gibt einfach nichts mehr in der Schule, du kannst Direktor werden. Grüße gehen raus an unser Schulsystem. Du kannst Direktor werden oder Administrator, wenn man sich anschaut, was das bedeutet. Hm. Willst du das eigentlich nicht? Möchte man es eigentlich nicht, aber immerhin war es soweit. Also das muss ich jetzt schon sagen. Es ist bei mir ganz ähnlich. Ja. Ich bin auch als Entwickler quasi eingestiegen, bin sehr, sehr schnell in die Projektleitungsschiene gegangen, Verkauf gemacht, im Prinzip dann immer mehr Verantwortung an mich gezogen, habe gesagt, okay, ich will eigentlich alles können. Ich will alles können, was es braucht, um IT-Projekte anzubahnen, zu verkaufen, umzusetzen, auszurollen, nachzubetreuen. Ich habe die komplette Schiene abgedeckt. Der nächste Schritt wäre gewesen, halt wirklich das Unternehmen zu leiten. Habe mir angeschaut, wie leben die Leute, die das Unternehmen leiten, und bin draufgekommen, Moment einmal, das kannst du machen, aber willst du das? Willst du so leben, ja? Und ja, das war für mich dann auch mit ein Grund, warum ich mir immer mehr in Richtung Selbstständigkeit begeben habe. Ich gesagt habe, okay, na, ich will eigentlich selber entscheiden können und selber mein Leben, meine Tätigkeit und alles.
lenken können. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist also ich glaube, das ist bei dir das Gleiche, dass dir Klienten oft auch über den Berufsalltag erzählen und dass man da leider ganz oft Ziele jagt, Anerkennungsziele. Dann hat man das Ziel und dann merkt man, das gibt mir gar nicht so viel Befriedigung, wie ich geglaubt habe und ich habe mir dadurch aber ein Leben geschaffen, wo ich immer mehr Zeit investieren muss ja, und immer, ja, also mit jedem Verantwortungslevel, das ich jetzt übernehme, ist es natürlich so, dass ich mehr Zeit investieren muss, dass ich vielleicht nicht so flexibel bin mehr, dass ich weniger Zeit mit meiner Familie verbringe, etc., etc. Und das ist, glaube ich, okay, wenn einem das extrem viel gibt, wenn aber der unterliegende Wert gar nicht der ist, ja, also wenn es eigentlich, ja, wenn der Wert nicht, wenn... Ja, wenn man vielleicht dadurch auch erwartet, dass mein Umfeld mich speziell irgendwie lobt oder anerkennt, dass ich so toll bin und dann kommt das nicht zurück. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das Ganze mache. Genau. Dann wird's böse. Ja? Also wenn ich die Beförderung haben will, weil ich unbedingt diese Arbeit machen will, die durch die Beförderung möglich wird, okay. Und dann erfüllt es mich auch noch, dass ich diese Arbeit jetzt mache, perfekt. Ja? Ja. Dann haben wir ein Life-Goal sozusagen, das tatsächlich das Leben besser macht. Wenn ich die Beförderung aufgrund des Titels haben möchte oder aufgrund dessen, wie ich glaube, dass andere Leute mich dann sehen und dann stelle ich fest, ja, jetzt habe ich zwar diesen Titel und habe auch die Beförderung bekommen, aber das, was ich mal so ausgemalt habe, passiert eigentlich nicht. Ja? Das heißt, ich werde jetzt nicht besonders hervorgehoben, nicht besonders gelobt und was auch immer. Es ist eigentlich eh wie vorher. Dann plötzlich kommt halt auch die Wertfrage, weil ich habe etwas geopfert, um das zu erreichen. Und dann fragt man sich schon, war das Opfer es wert? Ja? Das stimmt, ja. Das ist, ja. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man das hinterfragt, ob man das überhaupt so machen möchte, also ob man so leben möchte. Also es hat jede Entscheidung für einen Lebensstil, man kann ja nicht alles haben, ne? Das ist ja das. Das heißt, du lässt ja automatisch auch Teile deines Lebens in den Hintergrund rücken und priorisierst sie nicht mehr so stark. Also du wirst nicht das super, das ist sehr schade, aber ich glaube, das muss man akzeptieren, man wird nicht das super, ich gehe mal auf die Frau, ja. Man wird nicht die Supermama, die absolute Übermama sein können, gleichzeitig im Beruf exzellent die Karriereleiter hochsteigen, ja, und dann noch den Traumbody haben, weil man so viel Zeit in Ernährung und Training investieren kann. Das ist ein Setup for Failure, ja. Und da muss man sich wirklich fragen, was gibt mir am meisten? Was gibt mir am meisten? Vielleicht nur ein Beispiel, das ist eher so chatty, aber wir werden den eh aufteilen auf zwei Podcasts. Ja, das wäre okay. Ein Beispiel aus der Selbstständigkeit. Ich habe, ich habe gemerkt, dass ich auch gewisse Erwartungen gehabt habe. Wenn ich Herr meiner Zeit bin, Frau meiner Zeit, Dame meiner Zeit, Königin meiner Zeit, Eskortdame deiner Zeit, dann werde ich ein stressfreies Leben leben. Ja? Und ich glaube, ich habe das eh schon jemand gesagt, irgendwann habe gemerkt, Moment, ich kreiere mir das bin ich, ja, ich kreiere mir den Stress. Das heißt, es ändert sich nichts, wenn sich nicht mein Mindset ändert. Und ich habe mir das irrsinnig toll vorgestellt. Das ist, finde ich nämlich sehr interessant, vielleicht für alle, die ja irgendwie überlegen, sich selbstständig zu machen. Zwei Dinge eigentlich. Ja. Ich habe es mir irrsinnig toll vorgestellt, dass ich mir eben meine Arbeit frei einteilen kann. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass man eigentlich auch in einem Konstrukt ist, wo man immer arbeitet irgendwie. Ja. Also das, was ich früher in der Schule gehabt habe, ja, also diese langen Ferien am Stück, die habe ich eigentlich immer verdammt. Ich habe gesagt, das ist furchtbar, man hat diese Extremzeiten dazwischen, wo man nichts anderes tun kann und das ist tatsächlich so, ja, aber egal, anderes Thema, wo man irrsinnig gefordert ist und dann kommt so diese geforste, lange Downtime, die ich vielleicht gar nicht so brauchen würde, sondern ich hätte vielleicht gerne im Alltag mehr Ruhe. Haben wir gedacht, nein, das ist kein gutes Konstrukt, das ist der Grund, warum ich gestresst bin. Ja. Okay, jetzt ist es halt so, jetzt fährt man halt auf Urlaub und man nimmt sich die Arbeit halt mit, man erledigt auch dort Arbeit und ich merke dann von im Moment, ja, das ist jetzt auch nicht vielleicht das Optimum. Vielleicht hätte ich gerne eigentlich eine Zeit, wo ich mal komplett abschalte. Kann man sich natürlich auch nehmen. Muss man aber auch lernen. Man muss dann auch wissen, okay, wie jongliere ich das? Ja? Das zweite, die zweite große Fallacy war die, dass ich es mir irrsinnig cool vorgestellt habe, gegen den Strom zu leben. Bedeutet,
okay, ich habe vielleicht mehr Arbeit am Wochenende. Ich arbeite Samstag, Sonntag. Dafür habe ich dann, kann ich mal sagen, ich mache den Montag frei oder nehme unter der Woche die Tage, kann Dinge machen zu der Zeit, wo die, weiß ich nicht, wo alles nicht überfüllt ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment, scheiße, das macht mich unglücklich. Was passiert? Ich kann am Samstag und am Sonntag, wenn alle Leute frei haben, die in einem normalen Arbeitsalltag sind, mich eigentlich nicht treffen, ja, oder halt nicht in dem Rahmen, was jetzt meine Neffen, Nichten betrifft, und, eigentlich hätten die am Wochenende Zeit, ja, Familientreffen, habe ich gemerkt, Moment, das ist mir eigentlich schon wichtig, ja, habe gewusst, das macht mich unglücklich, dieses asynchrone Leben und mir alles frei einteilen zu können, macht mich eigentlich unglücklich. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, ich arbeite Montag bis Freitag, ja, und Samstag arbeite ich auch noch, ja, aber weniger, ja, also das ist dann sozusagen der Tag, wo dann andere Dinge geschehen, also die Check-in-Arbeit vielleicht nicht, sondern andere Dinge. Und der Sonntag ist jetzt heilig und ist frei. Und das ist total absurd, weil ich könnte ja sagen, na, Sonntag haben alle frei, ja, furchtbar, na, ich mache am Montag frei, weil dann kann ich ja tolle Sachen machen. Das stellt man sich so cool vor, wenn man der Einzige ist, während alle anderen arbeiten, der irgendeine Freizeitaktivität ohne Anstehen und komplett alleine machen kann. Genau. Cool, ja. Das war aber ein Ziel. Das war ein Ziel auch, weil man gedacht hat, ich bin Herr, so wieder Herrin, das ist ein kompletter Stuss, ja. Was steckt da dahinter? Ja, das sagt man ja so. Meine Herrin. Herr der Zeit, ja, das ist ja so, egal. Aber das war eigentlich ein Ziel, was ich anpassen haben müssen, ja. Stimmt. Wo man flexibel bleiben muss, wo man sagt, okay, das heißt jetzt nicht, dass das Ganze ein Failure war. Ja. Der Umkehrschluss, also wenn man es falsch machen würde, würde man sagen, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht, ich habe Samstag, Sonntag Arbeit, dafür Dienstag, Donnerstag frei. Ich bin nicht glücklich, also ist die Selbstständigkeit kompletter Failure und eine Chance. Also habe ich das falsche Ziel verfolgt, sozusagen. Nein, man hat nur das falsche Teilziel verfolgt. Genau. Und das kann man ja verändern, jederzeit. Muss man auch verändern. Das muss man verändern, ja. Genau. Ich habe jetzt nur überlegt, ob ich nur. Nein, schließen wir es dann ab, weil es wird sonst nur das Gipfelfieber, diese Metapher da. Bringen, was ich gelesen habe. Naja, das ist schon auch interessant, weil es ja auch immer gesagt wird, Visualisierung. Ne? Also Visualisierung vom Goal, vom Ziel ist so wichtig und am besten man tapeziert sich das ganze Haus, die ganze Wohnung mit Bodybuildern und Bodybuilderinnen, wenn Muskelaufbau das Ziel ist, hat dann permanent so dieses eine Goal vor sich und visualisiert, wie man da ausschauen wird und so weiter. Ich habe es schon vorher angeschnitten, das Endziel zu visualisieren, das hilft, um einen in die Gänge zu bringen. Um länger dran zu bleiben, muss man dann eben visualisieren, warum wird es nicht funktionieren. Und da hat es auch Studien dazu gegeben, die mit Läufern durchgeführt wurden, zwei Gruppen. Die eine Läufergruppe hat das Ziel gesehen und gewusst, wohin es läuft sozusagen. Die andere Gruppe hat das Ziel nicht gesehen, ist einfach nur gelaufen um des Laufenwillens. Und interessanterweise war es schon so, dass die Läufer, die das Ziel gesehen hatten, schneller beim Ziel waren und den Aufwand weniger schwer empfunden haben, weniger aufwendig empfunden haben. Das heißt, ja, es läuft sich leichter, wenn man weiß, wohin. Ne? Gleichzeitig hast du aber das Beispiel. Das stimmt auf jeden Fall. Ja? Mhm. Also wenn ich Dinge tue und ich weiß, und ich glaube, deswegen ist diese Goal-Hierarchy, diese Hierarchie so wichtig, wo ich weiß, es gibt einen Großzusammenhang. Ich esse jetzt 3 Portionen Protein am Tag, weil. Ja? In erster Instanz mache ich es vielleicht einfach nur, aber wenn es einmal nicht so gut klappt, ja, oder wenn ich Troubles damit habe, muss ich mir überlegen, Moment, okay, das führt dazu und das führt dazu. Also ich brauche ja, also einfach nur Dinge zu tun, damit man es tut, ist eben so, ich gehe jetzt einfach 3-mal trainieren, ist zwar ein gutes Prozess-Goal, aber wenn ich nicht weiß, wieso und dass ich da vorankomme, ja, und wo ich damit hinkomme, ist es auch schwierig. Ja? Also da wird man es auch nicht durchhalten. Das Beispiel, das ich gelesen habe, ist relativ interessant. Zwar geht es da über das sogenannte, man spricht ja manchmal vom Gipfelfieber bei Bergsteigern. Das ist ja
ein Bergsteiger bereitet sich ja extrem lange vor auf. Also gehen wir jetzt, das Beispiel war über den Mount Everest, ja, also die Besteigung des Mount Everest. Und das ist natürlich eine Sache, die extrem lange Vorbereitungszeit bedarf. Ja. Und es hat ein Jahr gegeben, vergessen welches, Zahlen, solche Zahlen merkt man jetzt gut, wo es extrem viele Todesfälle gegeben hat bei der Besteigung des Mount Everest. Mhm. Und dann hat sie ein Beobachter damit auseinandergesetzt, warum war das gerade zu der Zeit so? Das ist wirklich eine Gruppe gewesen, die sich da gemeinsam wirklich ins Unglück gestürzt hat, unnötigerweise. Weil, man muss dazu sagen, das ist ja recht gut getaktet. Also man weiß, sozusagen, wenn man den Mount Everest besteigt, gibt es gewisse Vorgaben, weil sie natürlich das Wetter stetig ändern kann und auch sich auch stetig ändert. Wenn man gewisse Benchmarks nicht erreicht hat, Stationen, wenn man sieht, okay, bis zu der Zeit ist sich das nicht ausgegangen, ist es ein Hinweis darauf, dass man zu lange braucht und dass man dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt, zum Beispiel in der Nacht, auf einen Punkt ankommt, wo das Wetter sehr ungünstig wird, wo die Temperatur sehr ungünstig wird und dass halt das extrem gefährlich ist und dass es halt lebensgefährlich ist und man das dann nicht schaffen wird. Das Problem dabei ist, dass man ja den Gipfel sieht. Man hat sich extrem lange auf was vorbereitet und man sieht das Ziel vor Augen. Und eigentlich, und das ist sehr interessant, weil ja da sehr viele Leute in den Gruppen sind und man sollte ja erwarten, dass ja da irgendjemand die Stimme der Vernunft ist. Und diese extreme Zielgerichtetheit führt oft dazu, dass man wissentlich die falschen Entscheidungen trifft und sich die schönredet. Mhm. Ja? Weil das war jedem in dieser Gruppe war klar, das ist eigentlich das Todes. Die Daten sprechen gegen uns. Die Daten sprechen gegen uns und man rationalisiert sich aber das dann immer mehr. Also das ist dann in weiteren Studien noch rausgekommen. Ja? Also je weniger wahrscheinlich es ist, das Ziel sozusagen zu erreichen, desto mehr rationalisiert man sich eigentlich die Vorgehensweise. Mhm. Ja? Und das hat wirklich dazu geführt, dass die eigentlich wissentlich in den Tod gegangen sind, ja, obwohl in jeder Vorbereitung klar war, wenn man das nicht erreicht, zu dem Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass man es nicht schaffen wird. Ja. Und das finde ich schon spannend, weil das bedeutet, man muss einfach flexibel sein, auch in der Zielsetzung und man darf es dann halt auch nicht als kompletten Failure sehen, wenn man umkehren muss aufgrund der Umstände, die man nicht unter Kontrolle hat. Ja, weil es gibt halt Umstände, die man nicht unter Kontrolle hat. Und wenn man dann versucht, Dinge durchzupeitschen, dann wird man sie ins Unglück treiben. Mhm. Ja, mit Ernährung, Training, genau das Gleiche. Ja, und man ist nicht gleich der Tod, ja, aber natürlich das Gewicht wieder zurück zu gainen sozusagen, also wieder das Fett zurückzubekommen, das man vorher abgebaut hatte und vielleicht sogar mehr, ist im Prinzip wieder zurück auf Start. Ne? Richtig, und vielleicht einfach eine Diätpause einzieht und akzeptiert, dass jetzt einmal nicht weitergeht und dass ich vielleicht mein Ziel nicht in 6 Monaten, sondern in 9 Monaten erreichen werde. Habe ja vielleicht zumindest kein Set. Das Gewicht halten auch ein Ziel ist, es wert ist, es zu erreichen, zu üben. Ja. Genau. Ja. Okay, ja, ich denke, wir sind ziemlich durch, oder? Ja, ich bin jetzt da schon ein bisschen durch. Durch? Ja, Wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Episode heute aufzunehmen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, jeden Mittwoch eine Episode zu veröffentlichen. Wir nehmen sie tatsächlich jetzt auf den Mittwoch auf, weil wir aufgrund der Rückreise von Teneriffa einfach am Wochenende keine Zeit gehabt haben. Normal ist Samstag der Aufnahmetag. Und Können wir ansetzen. Dazwischen haben wir einmal am Donnerstag veröffentlicht und einmal ausgelassen. Es war auch okay. Wir haben deswegen nicht gleich mit dem Podcast aufgehört. Richtig. Und wir waren deswegen kein Failure. Es hat sich nur was geändert in den Umständen und wir haben flexibel darauf reagiert. Ja, tatsächlich ist so. Ja. Also einmal am Donnerstag, einmal haben wir nur ein Selfie aus dem Whirlpool veröffentlicht. Richtig, ja. Hat den Leuten eh viel mehr gefallen wie unsere Podcasts. Ja, aber den hört sich eh niemand an, aber macht nichts. Also alle, die sich jetzt anhören, danke fürs Zuhören. Bitte
Es hilft uns wirklich übrigens, vielleicht schließen wir damit, enorm, wenn ihr unseren Podcast abonniert, ob auf YouTube, Spotify oder auf Apple, Google, wo auch immer ihr zuhört. Abo drücken wäre super, ein Like oder was es auch immer gibt auf der Plattform wäre super. Und was uns extrem unterstützen würde, ist auch dort, wo man Reviews hinterlassen kann. Also auf Apple kann man Reviews hinterlassen. Schreibt uns gerne eine Review. Ja, das hilft wirklich extrem. Und auch gerne Kommentare auf YouTube. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen, da möchte ich jetzt bitte, also merkt, ich schaue dann nicht, ja, ob Kommentare da sind. Da bin ich nur zu wenig Influencer oder was auch immer. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich schreibe zurück. Ja. Also kommentiert, genau. Teilt eure Erfahrungen. Natürlich teilen auf Social Media hilft uns auch. Also wenn euch die Episode gefallen hat und ihr glaubt, eure Freunde, eure Follower ziehen etwas daraus oder ihr wollt uns einfach nur helfen, dann bitte, bitte einfach auf Insta sharen, auf Facebook sharen, whatever. Ja, genau. Damit schließen wir ab. Damit schließen wir ab und wenn jemand über die eigenen Ziele natürlich sprechen will, ja. Gern kontaktieren, wir philosophieren dann mit euch über eure Ziele und zerpflücken sie. Passt. Gut, dann schließen wir professionell ab. Womit? Mit meiner Begleitung. Was? Als meine Begleitung. Was mache ich jetzt? Professionell? So. Ja, professionell war das Stichwort, das bist du. Ah, das bin ich, okay. Warte, ich mach so. Ja, du hast gerade philosophiert vorher, warum man das eigentlich macht. Ne? Also da gibt es sicher einen Grund dafür. Ja, ich sehe das so oft. Ich habe gesagt, man versteckt damit sein Doppelkinn. Ja, also mit dieser komischen, für alle Zuhören, diese Handhaltung, wo man einfach die Hand flach unterm Kinn hält. Ich sehe das so oft auf Social Media, dass, also vor allem Frauen, ja, so dieses, und ich verstehe, ich weiß nicht. Das Geräusch war sehr, sehr typisch dafür. Ja, tut mir leid. Aber vielleicht, man kann mehr Kinn ein bisschen damit, aber egal. Ich schließe mit dieser Haltung ab. Gut. Nein, okay. Dann danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.